vier Nachzuchten und wir beginnen mit der Rasse Flexi und zwar mit dem Bullen Magistrat. Der Bullen Magistrat entstammt der Zuchtstätte Fahrermehl in Lausbach-Almenhof. Er ist neben Macbeth einer von zwei erfolgreichen Söhnen desselben verwendeten Bullenvaters Mancombe, der seinerzeit der einzige Mandelsohn von Bedeutung war. Und wenn er einen seltenen Bullenvater hat, dann ist er natürlich auch von der väterlichen Seite eine Blutlinienalternative. Und solche Bullen, die Blutlinienalternativen darstellen, die sind in der modernen Rinderzucht besonders wertvoll. Das trifft für alle Rassen zu. Mütterlicherseits geht er auf die Felle zurück. Die Bäne ist die leistungsstärkste und bekannteste Kuh der populären Themenlinie der Familie Fahrermehl. Sie war über Jahre die zuchtwertstärkste Kuh in Hessen und auch im Prüfjahr 2013-2014 mit 1512 Fett- und Eiweißkilogramm in der höchsten Laktation, das lassen Sie sich mal auf der Zunge zergehen, 1512 Fett- und Eiweißkilogramm, die leistungsstärkste Kuh über alle Rassen in Hessen. Weitere Söhne im Gesamteinsatz sind der Wichtelsohn Wildfang und der Passionssohn Palermo. Und die Pain hat auch mittlerweile zwei Urenkel in Teig und Pannen, die sich auch im Besamungseinsatz befinden. Und es ist selbstredend die Bedeutung dieser Kuhfamilie auch für die Besamungszucht. Und besonders beeindruckend ist der Blick auf die Zuchtwerthistorie. Der Bulle erhielt im Dezember 2011 seinen ersten genomischen Zuchtwert. Und ich möchte das eigentlich nur mal am Gesamtzuchtwert erläutern. Der betrug damals 135 Zuchtwertpunkte. Im August 2016 bekam er seinen ersten tochterunterstützten Zuchtwert. Und dieser betrug 116 Zuchtwertpunkte. Die nachfolgenden Zuchtwerte, die steigerten sich von Zuchtwertschätzung zu Zuchtwertschätzung. Und das ist genau das, was Sie als Kunde von uns wünschen. Sie möchten Bullen, deren Zuchtwerte mit steigender Sicherheit, also mit zunehmender Nachkommenzahl, ihren Zuchtwert steigern. Und ein weiterer Punkt, der hier auch wie ein roter Faden durchzieht, ist, dass Magistrat ein hervorragender Bulle im Bereich der funktionalen Merkmale ist. Wir fangen an bei dem Fitnesszuchtwert mit 118, über den Nutzungsdauerzuchtwert mit 117, sein Zuchtwert für Zellzahlen mit 120. Alles hochpositive Werte in diesem Bereich. Des Weiteren ist er auch ein Bulle, der mit einem paternalen Zuchtwert Kalbeverlauf von 110 für Fersenbesamungen geeignet ist und auch ist zu nennen, dass er ein guter Befruchter ist.
die Masttauglichkeit seiner Söhne wird durch den Fleischwert von 111 charakterisiert. So, hier im Ring am heutigen Tage können wir Ihnen 6 Kühe bereits in der zweiten Laktation vorstellen. Und die Magistrattöchter, das kann man auch wie an einem roten Faden herbeiziehen, sind Kühe im spätreifen Flexi-Typ, die durch ihr Entwicklungspotenzial von der ersten zur zweiten Laktation zu befallen wissen. Von der Färbung her macht er meistens gelbgedeckte Nachkommen. Die mittelrahmigen Töchter sind bei guter Länge etwas schwächer gemuskelt. Sie verfügen über gut gelagerte Becken und zeigen bei normal gewinkelten Hinterbeinen sehr schöne, trockene Sprunggelenke. Ein herausragender Punkt der Magistrattöchter sind die Euter. Sie sind sehr fest aufgehängt und mit einem ausgeprägten Zentralband versehen. Dadurch ist eine gute Haltbarkeit garantiert. Die Strichplatzierung und Strichstellung, die ja für die Melkarbeit die wichtigsten Kriterien bilden, sind sehr gut und die Striche selber sind aber meist etwas kürzer und im Durchschnitt etwas feiner. Und heute Morgen, wer den Richtwettbewerb aufmerksam verfolgt hat, konnte man feststellen, dass die Kuh mit der Katalognummer 341 auch ihre Klasse gewonnen hat. Und was spricht mehr für ein Tier, wenn es sich durch einen Klassensieg hier darstellen kann? Ich denke mal, das ist Eigenwerbung genug und diese Eigenwerbung ist selbstredend und die braucht man auch nicht weiter zu kommentieren. Die Tiere haben sich jetzt mittlerweile hier im Ring aufgestellt. Lassen Sie sie noch kurz auf sich wirken. Und ich möchte dann den Herrn Habermehl hier im Ring bitten, weil er ist der Züchter und wir möchten dann die entsprechende Auszeichnung vornehmen. Ich möchte auch noch darauf verweisen, dass sein Spermavorrat begrenzt ist. Also die Züchter, die Freude und Liebe an den Tieren gefunden haben, die sollten sich schnell überlegen, ob sie mit den Bullen weiterarbeiten möchten. Dass es sich lohnt, ist selbstredend, aber der Vorrat ist, wie gesagt, entsprechend begrenzt. Ja, und ich möchte den Preisrichter bitten, die Beste der Gruppe hier rauszustellen und zu kommentieren. Ich habe sie ja schon in der Gruppe aus OFA-Kur gehabt, die Katalognummer 341 ist für mich auch in dieser Gruppe die ausgeglichenste. Sie ist in allen Merkmalen über dem Durchschnitt, sie gefällt dem Fundament, sie hat den besten Alterboden der Gruppe. Das Alter wird immer besser, jetzt wird es voller, es wird immer besser, nicht ausgeglichenste Gruppe. 341. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte es auch nicht versäumen, hier den Vorführern und Helfern, die Tiere so hergerichtet haben, die sie über die Zeit bis zur Tierschau betreut haben, denn das ist ja selbstredend eine lange Zeit, was wir hier heute so schön im Ring sehen. Das ist nicht von heute auf morgen entstanden, sondern da steckt viel Arbeit dahinter, da steckt viel Manpower dahinter. Die jungen Leute, die uns hier unterstützt haben, einen herzlichen Dank an Sie. Und ich möchte auch die Familie Habermehl hier im Ring begrüßen. Der Uwe Habermehl und der Marc Habermehl, also das sind
die zwei Personen, die die GmbH darstellen, die mit der Kuhfamilie über Generationen gearbeitet haben. Die Kuhfamilie ist ja auch nicht von beiden selber entstanden, sondern da ist, steckt auch viele Generationen Arbeit dahinter. Da haben sicherlich Vater und Großvater auch mitgewirkt. Eine sehr leistungsstarke Kuhfamilie, die sich im eigenen Bestand verdient gemacht hat und die auch ausschlaggebend für den Besamungseinsatz ist. Denn wie gesagt, ja, fünf Söhne sind aktuell dort wiederzufinden. Herzlichen Glückwunsch an die Familie. Geben Sie diesen Glückwunsch auch weiter an die, die ich jetzt genannt habe, die vielleicht hier heute nicht da sind. Denn Züchten ist immer eine Generationsaufgabe und das kann man niemals in einem Menschenleben so gestalten, wie es hier sich heute hier darstellt. Herzlichen Glückwunsch nochmal.